Die Flügel der Schlachtmühle Jever drehen sich wieder. Die ehrenamtlichen Windmüller haben den Galerieholländer gut über den Winter gebracht, haben sämtliche Mahlgänge in Gang gebracht, alles Mögliche repariert und verbessert. Und nun freuen sie sich auf den Saisonstart. Am Sonntag, 25. März, steht die Jeversche Windmühle für alle Interessierten von 11 bis 17 Uhr zur Besichtigung offen. Die Windmüller erklären, wie die Mühle funktioniert, führen die Mahlgänge vor und zeigen, wie aus Korn Schrot und daraus dann feinstes Mehl wird. Oder wie Gerste zu Graupen wird und Hafer zu Flocken. Für Kinder gibt es Bastelaktionen und die Mühlennachbarn bestücken das Kuchenbuffet und servieren Erbsensuppe.